Jetzt aber zum nächsten Redner. Wir haben gerade gehört, Mario Böckler hat darüber geredet, okay, Geld regiert die Welt. Dann hatten wir viele Sachen, wo eben Finanzinstitute, wo Finanzunternehmen viel Geld hin und her schaffen, wo natürlich der kleine Mann von der Straße sozusagen, um es mal so zu nennen, ein Stück weit auf der Strecke bleibt. Und es gibt einen Ansatz, der jetzt schon einige, sagen wir mal, Jahre auch stückweit in letzter Zeit immer mehr diskutiert wird, auch in vielen europäischen Ländern, nicht nur in Deutschland, und das ist das bedingungslose Grundeinkommen. Und wir haben heute einen Aktivisten, der dafür schon lange unterwegs ist. Er ist Student und Leipziger. Bitte begrüßt David Mamsch. Ja, hallo zusammen. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, was auch mit dem Frieden viel zu tun hat, meiner Meinung nach, nämlich vor allem mit dem sozialen Frieden, das Thema bedingungslose Grundeinkommen. Ja, das hat mit dem sozialen Frieden zu tun, mit der Frage, ja, wie können wir dauerhaft friedlich zusammenleben, wie können wir unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben so organisieren, ja, dass dauerhaft das Menschliche zwischen uns, das Menschliche untereinander gefördert wird und ja, erhalten bleibt. Und ich bin vor einiger Zeit auf das Thema bedingungsloses Grundeinkommen aufmerksam geworden. Da war es unter dem Schlagwort Freiheit statt Vollbeschäftigung. Und ich dachte, was ist das denn? Was ist das für ein Unfug? Wie kann man gegen Vollbeschäftigung sein? Oder was wollen die denn? Und dann habe ich angefangen, mich da näher mit zu beschäftigen. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso interessanter wurde das, umso vielschichtiger wurde das. Und das Thema hat mich seitdem nicht mehr losgelassen und deswegen möchte ich da gerne jetzt auch ein paar Sachen zu sagen. Ja. Nach einer Weile habe ich auch gemerkt, ich bin nicht der Einzige, der so denkt, sondern es gibt sogar schon Bürgerinitiativen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Hier in Leipzig ist das die Initiative Grundeinkommen Leipzig. Das heißt, an der Stelle auch herzliche Einladung. Wer sagt, das möchte ich mir mal näher anschauen, da möchte ich mal mitdiskutieren. Herzliche Einladung, bringt eure Fragen, eure Zweifel, eure Kritik mit und ja, diskutiert gerne mit uns und ja, haltet euch da auf dem Laufenden. Das Grundeinkommen ist an sich ja, eine Utopie, ein Gesellschaftsentwurf, der viele Dinge, die uns eigentlich ganz selbstverständlich sind, mal aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet. Also Arbeit und Einkommen, Freiheit und Solidarität, das wird mal aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet. Und am Ende landet man immer bei den beiden Fragen, ja, welches Menschenbild habe ich eigentlich von meinen Mitmenschen und wie wollen wir in Zukunft zusammenleben? Und da ist das Grundeinkommen jetzt keine fertige Lösung oder noch nicht mal ein politisches Programm, sondern es ist erstmal eine Idee, eine Vision, ja, erstmal ein Gedanke. Und in diesem Sinne möchte ich euch einfach gerne einladen jetzt, dass wir uns einfach mal auf dieses Gedankenexperiment einlassen und einfach mal die Frage stellen, ja, wie würde denn so eine Gesellschaft mit Grundeinkommen aussehen? Wie wäre das denn? Was würdest du tun, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre? Was würde das ändern? Ja, worum geht's? Was ist ein Grundeinkommen? Das bedingungslose Grundeinkommen, per Definition vom Netzwerk Grundeinkommen Deutschland, das ist eine Geldzahlung von einem Gemeinwesen an alle Mitglieder dieses Gemeinwesens. Das kann also ein Land sein oder eine Region. Und das ist nicht einfach nur eine Geldzahlung, sondern das ist eine bestimmte Geldzahlung, die vier Kriterien erfüllt. Nämlich zum einen ist es individuell, das heißt, es bekommt direkt der einzelne Mensch. Zum zweiten ist es existenzsichernd, das heißt, es soll so hoch sein, dass es tatsächlich die Grundbedürfnisse, ja, die ich brauche, um meine Existenz zu bestreiten, tatsächlich abdeckt. Dann zum dritten ist es ohne Bedürftigkeitsprüfung. Das heißt, ich muss nicht bei irgendeiner Behörde oder ja, bei irgendeinem Amt beweisen, dass ich jetzt hilfebedürftig bin oder sowas. Das soll es nicht geben. Und zum vierten, ohne Zwang zur Gegenleistung. Das heißt, ich muss im Gegenzug nicht irgendwelche Arbeitsangebote oder irgendwelche Maßnahmen annehmen oder so etwas. Das soll es alles nicht geben. Und mit diesen vier Punkten, also individuell, existenzsichernd, ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Zwang zur Gegenleistung, habe ich also ein System, wo jeder erstmal den gleichen Sockel bekommt, jeder bekommt erstmal die gleiche Basis und alle Einkünfte, die ich dann noch zusätzlich habe, aus Erwerbseinkommen, aus Kapitaleinkünften, woher auch immer, das kommt dann nach Steuern noch obendrauf.
Das heißt, das Grundeinkommen wird in dem Fall nicht abgezogen oder verrechnet oder so etwas. Also das Grundeinkommen bleibt in dem Fall erhalten und es bleibt als Basis, als Ausgangspunkt für alle. Ja, und warum kann man das machen? Warum kann man über Grundeinkommen nachdenken? Es gibt ja zwei große Hoffnungen, die sich damit verbinden. Zum einen gibt es viele negative Entwicklungen, viel Negatives, was man damit zurückdrängen will, bekämpfen will. Auf der anderen Seite kann man auch überlegen, was kann ich damit alles Positives vielleicht anregen? Was kann ich damit an positiven Entwicklungen unterstützen oder ja, weiterführen? Und ja, was sind das für negative Sachen, die man damit zurückdrängen kann? Es liegt auf der Hand, das Erste, was man damit erwischt sozusagen, ist die Armut, dass natürlich mit einem Grundeinkommen eine untere Schranke eingeführt ist, dass man sagt, also weniger als das soll keiner haben müssen. Grundeinkommen ist zwar keine soziale Idee oder nur eine soziale Komponente, aber Armut ist natürlich da mit drin bei den Auswirkungen, dass man dagegen vorgehen kann. Und ja, kurz noch zum Thema Armut. Das ist eigentlich ein großer Widerspruch, in dem wir uns befinden. Und das hat schon Martin Luther King vor einigen Jahrzehnten festgestellt, und damals in den USA, in seiner Umgebung, hat er gesagt, wie kann das eigentlich sein, dass wir so reich geworden sind, so produktiv, und es immer noch bittere Armut, existenzielle Armut mitten unter uns gibt. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wie kann das eigentlich sein? Und er hat gemeint, wenn die Produktivität so hoch ist, dann ist Armut sozusagen kein wirtschaftliches Problem mehr, sondern nur noch ein politisches. Oder anders ausgedrückt, wenn der Mangel als Erfahrung, dass es wirklich am Lebensnotwendigen fehlt, wenn das wirtschaftlich überwunden ist, so wie das bei uns der Fall ist seit einigen Jahrzehnten, dann ist die gerechte Verteilung des Wohlstandes nur noch eine politische und keine wirtschaftliche Frage mehr. Ja, und er hat kritisiert, die Politiker versuchen immer Armut dadurch zu bekämpfen, dass sie vorher erst irgendwas anderes bekämpfen und dann hoffen, dass dadurch auch die Armut weggeht. Und da hat er gemeint, ja, das muss immer irgendwie ineffektiv bleiben, damit erreiche ich nie alle Menschen, die es brauchen. Warum nicht einfach das direkt machen, direkt den Menschen die Unterstützung geben, die sie brauchen? Ja, zum Thema Armut in Deutschland, in der heutigen Zeit. Es gibt ja immer wieder Politiker, die sagen, ja, es gibt mehr Armutsberichte als Armut in Deutschland, oder Armut, das sind nur Zahlen auf dem Papier, die sich durch ein bisschen Mathematik ergeben, und wenn ein neuer Milliardär ins Land kommt, kommen so und so viele tausend Menschen unter die Armutsgrenze, einfach durch Zahlenspiele. Was man aber tatsächlich beobachten kann, wenn man genau hinschaut, wenn man genauer recherchiert, ist ja, dass prekäre Beschäftigung zunimmt, dass Altersarmut zunimmt, dass Kinderarmut zunimmt. Und ja, der Grund, warum wir das normalerweise nicht so wahrnehmen, ist, dass Armut in Deutschland vor allem versteckt ist. Es ist verdeckte Armut aus Scham. Die Leute schämen sich, weil sie nicht mehr dazugehören. Und solange es irgendwie geht, versuchen die Betroffenen, das zu verstecken und nach außen hin nicht zu zeigen. Und diese Scham führt auch dazu, dass diese Leute nicht ihre Stimme erheben, und es führt auch dazu, dass sie sich untereinander nicht miteinander solidarisieren. Weil man ja immer sagt, also zu dieser Gruppe, zu der ich jetzt dazugehöre, will ich eigentlich gar nicht dazugehören, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Und deswegen ist es umso schöner, dass ein Soziologe, der ist Stefan Selke, ja, der daran forscht, mit seinem Buch versucht er, diesen Leuten eine Stimme zu geben. Stefan Selke ist Professor für Soziologie an der Hochschule Furtwangen. Und er sagt, wir leben eigentlich in einem Schamland. Und so heißt auch sein Buch, möchte ich kurz Werbung machen an der Stelle, Schamland. Weil er hat was gemacht, was sonst nicht so oft passiert. Er hat nicht über die Betroffenen geredet, sondern er hat mit den Betroffenen geredet. Er ist jahrelang quer durch Deutschland gereist und hat mit Menschen gesprochen, die zur Tafel gehen, die sich bei der Lebensmitteltafel Nahrungsmittel abholen, die andere nicht mehr kaufen, die andere nicht mehr essen wollen. Hat sich ihre Lebensgeschichten angeguckt und hat einfach geschaut, ja, wie kam es dazu? Und sein Fazit ist, das sind im Großen und Ganzen Menschen wie du und ich, die ganz normale Biografien hatten und die dann irgendwann durch ein Ereignis, was jeden treffen kann, wie ein Schicksalsschlag, eine Krankheit, ein Krankheitsfall und so weiter,
ja, dann irgendwie abgerutscht sind und ja, es dann sozusagen in die Armutsfalle geraten sind. Und warum breite ich das hier so lange und ausführlich aus? Wir müssen uns einfach mal die Relation klar machen, einfach mal die Ausmaße, die das mittlerweile angenommen hat. Ich habe ja schon gesagt, es ist versteckt, man sieht das nicht. Laut einem Zeitungsartikel aus der Zeitung Neues Deutschland, erschienen dieses Jahr 2014, gibt es mittlerweile mehr als 3000 Ausgabestellen in Deutschland, wo fast 60.000 ehrenamtliche Helfer, und jetzt kommt's, mittlerweile mehr als 2 Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln versorgen. Und das ist ein Skandal, man muss es einfach so sagen. Wie kann das sein, dass es in Deutschland überhaupt Lebensmitteltafeln geben muss? Das ergibt bei unserem Wohlstand, bei unserer Produktivität überhaupt keinen Sinn. Ja, so viel zum sozusagen zum negativen Ansatz. Was kann man damit beheben? Was ich jetzt mit den Sachen nur zeigen wollte. Also die grundsätzliche Tendenz ist zumindest nicht, dass alles immer besser wird, auch jetzt quasi in der Spaltung der Gesellschaft, dass man da zumindest über andere Ansätze nachdenken muss vor dem Hintergrund. Ja, jetzt aber zu dem zweiten Block, zum Positiven. Was wollten wir alles tun, wenn für unsere Existenz gesorgt wäre? Ja, was könnten wir alles machen? Wofür wollten wir uns einsetzen? Was würden wir tun? Und was hinter dieser Frage steckt, ist vor allem eine starke emanzipatorische Komponente. Also Emanzipation hier als die Erlangung von mehr Selbstbestimmung, mehr Freiheit über das eigene Leben. Wie möchte ich eigentlich mein Leben gestalten? Und solche Fragen werden mit Grundeinkommen dann für jeden Menschen, ob er will oder nicht, ganz aktuell. Ja, man kann ja sagen, Geld regiert die Welt, das wurde gerade im vorherigen Beitrag schon angesprochen. Und solange es nicht zumindest ein Minimum an finanzieller Absicherung gibt, kann ich ja zu jedem Zeitpunkt durch Geld gezwungen werden, irgendwelche Dinge zu tun, die ich vielleicht gar nicht tun will. Das heißt, es ist überhaupt erst eine irgendwie geartete finanzielle Absicherung nötig, damit ich überhaupt selbstbestimmt mein Leben leben kann. Das kann zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen sein. Und der Freiheitsbegriff, der hier drin steckt, ist eben nicht, jetzt kann jeder tun und lassen, was er will, sondern es ist vor allem erstmal, ja, ich muss nicht mehr tun, was ich nicht tun will. Ja, und dann, wenn ich frei von der Arbeit bin ich damit auch wieder frei zur Arbeit. Also das hängt miteinander zusammen. Wenn ich frei von der Arbeit bin, bin ich ja gleichzeitig frei zu einer Arbeit, die ich mir vielleicht selbst gewählt habe, in der ich einen Sinn erkenne, mit der ich mich identifizieren kann, die mir irgendwie wichtig ist, weil mir die Menschen wichtig sind, für die ich dann tätig bin. Ja, um ein anderes Argument noch mit ins Spiel zu bringen, für Grundeinkommen, das ist der technische Fortschritt. Es ist ja so, dass durch Rationalisierung, durch Automatisierung und jetzt zunehmend auch durch Digitalisierung immer mehr Arbeitsplätze verloren gehen, die wir als ja Normalarbeitsplätze mal bezeichnet haben, dass wir immer produktiver werden, dass wir immer mehr leisten, immer mehr produzieren können mit immer weniger menschlicher Arbeitskraft. Und das hat so seltsame Begleiteffekte, dass eben die Waschmaschine im Verhältnis zum Friseurbesuch immer günstiger wird, weil ich eben Massengüter, die ich rationalisieren kann, werden auf Dauer günstiger, während die Arbeit am Menschen, alles das, was ich nicht rationalisieren kann, im Kindergarten, das Kindererziehung, Pflege von Kranken, Pflege von alten Menschen, in der Bildung und so weiter, ja. Wie sollte ich Kindererziehung noch produktiver machen? Das ergibt keinen Sinn und das geht auch gar nicht. Und durch diese immer weitergehende Rationalisierung haben wir so eine Art Wettbewerb zwischen den Arbeiten, ja, die sich rationalisieren lassen, und den Arbeiten am Menschen. Deswegen gehen zum Beispiel auch die Einkommen auseinander zwischen dem Ingenieur, der auf der einen Seite vielleicht einen Roboter programmiert, der noch eine weitere Schraube jetzt automatisiert in die Maschine anschraubt, und auf der anderen Seite die Krankenschwester oder der Altenpfleger. Ja, und das ist genau dieses Problem,
was wir da haben, ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte und wir müssen es halt nur mal als das begreifen, was es ist, so, nämlich als Fortschritt, der uns zunehmend von der Mühsal ehemals schwerer Arbeiten befreit. Zum Thema Finanzierung auch ganz kurz, weil das kommt immer relativ schnell als Argument, ja, wer soll das denn bezahlen? Das geht doch gar nicht, also Grundeinkommen, können wir uns ein Grundeinkommen überhaupt leisten? Wo soll das Geld denn herkommen? Und sicherlich braucht es da Modelle von Ökonomen, die das durchrechnen, die zeigen, kann man das finanzieren, wie kann man das finanzieren? Und solche Modelle gibt es auch schon. Aber die Frage, können wir uns ein Grundeinkommen leisten hier in Deutschland, die können wir schon hier und jetzt beantworten. Nämlich mit der einfachen Weisheit, alles was produzierbar ist, ist auch finanzierbar, wenn man den politischen Willen dazu hat. Das heißt, wenn wir uns nochmal klar machen, wofür das Grundeinkommen gedacht ist, nämlich für die Grundbedürfnisse, dann fragen wir sozusagen nicht, ja, können wir uns ein Grundeinkommen leisten, sondern dann fragen wir, können wir es uns leisten, dass in Deutschland jeder genug zu essen hat, dass jeder ein Dach über dem Kopf hat, dass für jeden ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Teilhabe sichergestellt ist. Und wenn man sich das so in den ganz praktischen Kategorien mal vorstellt, dann wird schnell klar, also das können wir auf jeden Fall leisten, das können wir locker stemmen und also aus wirtschaftlicher Sicht ist das zu finanzieren. Die Güter und die Waren sind da. Ja, was wird ein Grundeinkommen nun ausrichten? Was wird ein Grundeinkommen anrichten? Das kann sich jeder selbst im Alltag fragen, bei bestimmten Situationen, die man beobachtet, ja, bestimmte Begegnungen, die man hat im Alltag, auf Arbeit, im Laden, in einem Geschäft, kann man sich einfach mal die Frage stellen, wäre diese oder jene Situation jetzt genauso, wenn es Grundeinkommen gäbe? Das kann man, also das ist eine interessante Aufgabe, wo viele Effekte klar werden, wenn man sich das mal so fragt. Ich hatte es schon angesprochen, die Fähigkeit, Nein zu sagen. Man hat natürlich mit Grundeinkommen viel mehr die Möglichkeit, ja auch schädliche Tätigkeiten, welcher Art auch immer, schädliche Berufe einfach sein zu lassen. Man kann einfach sagen, nein, da mache ich nicht mehr mit. Um ein ganz einfaches Beispiel mal zu bringen, ein Haustürvertreter, der mir an der Tür irgendwas verkaufen will, was ich nicht brauche und er nicht sinnvoll findet, da könnte er einfach sagen, ja, das ist sinnlos, das mache ich nicht mehr. Oder anderes Beispiel, der Bankangestellte oder die Versicherungsvertreterin, die vielleicht irgendwelchen Rentnern jetzt noch eine Versicherung aufschwatzen will, weil sie sagt, ja, man muss ja verkaufen können und ich möchte hier eine gute Arbeit machen, was aber eigentlich gar nicht sinnvoll ist. Ja, mit Grundeinkommen könnte man dann sagen, Moment mal, nein, da mache ich nicht mehr mit. Und ich weiß, es wäre jetzt naiv anzunehmen, dass mit Grundeinkommen haben wir dann auf einmal die perfekte Welt und alle machen nur noch das Gute und keiner macht mehr irgendwas Schlechtes, so ist es natürlich nicht. Aber mit Grundeinkommen gibt es dann keine Ausreden mehr. Das heißt, auf Dauer wird es immer schwieriger, gesellschaftlich schädliche Tätigkeiten vor sich selbst und vor anderen, vor den Freunden, in der Familie zu rechtfertigen. Ja, wenn ich in einem Rüstungsbetrieb gerade angefangen habe und dort jetzt mein Ingenieursstudium, meine Fähigkeiten dafür einsetze, jetzt halt bessere Waffensysteme zu entwickeln, wird mit Grundeinkommen vielleicht auf Dauer schwieriger zu rechtfertigen. Das nur als Idee. Dann kommt noch mehr dazu. Ich möchte behaupten, diese bedingungslose Absicherung der Existenz, einfach dieses Wissen, es gibt ein Sicherheitsnetz für mich, tiefer als das kann ich auf keinen Fall fallen. Das führt ja dazu, dass es auch wieder mehr Gelassenheit gibt, mehr Entspanntheit zwischen uns. Da gibt es ein ganz interessantes psychologisches Experiment dazu, wo man Studenten einen Text gegeben hat, da ging es sogar auch um Mitmenschlichkeit im Nächstenleben. Und dann hat man in einem anderen Gebäude die Prüfung oder etwas dazu gehabt. Und auf der Treppe hat man dann einen Schauspieler platziert, der also simuliert hat, dass er krank ist. Der hatte schon die Augen zu oder hat die Augen verleiert, hat
gehustet, hat geröchelt und also mit dem war auf jeden Fall irgendwas nicht in Ordnung. Und dann hat man zu der einen Gruppe von Studenten gesagt, ihr seid schon 10 Minuten zu spät, ihr müsst ganz schnell zu eurer Prüfung. Die sind losgehastet und zu der anderen Gruppe hat man gesagt, ihr habt noch 20 Minuten Zeit, geht schon mal in Ruhe rüber. Und das Krasse ist jetzt einfach, dass von den Leuten, die unter Zeitdruck rübergerannt sind, hat fast keiner den Kranken überhaupt wahrgenommen, geschweige denn ihm geholfen. Und von der Gruppe, ja, die mehr Zeit hatten, waren dann schon 2/3 oder zumindest ein deutlich größerer Teil angehalten und haben gesagt, was ist da eigentlich los, und haben mal geschaut. Und wenn wir wissen, dass wir als Menschen eigentlich so ticken, dass wir so leicht unter Zeitdruck auch, ich sag mal, unsozialer werden, dann sollten wir uns auch wirklich Gedanken machen, wie wollen wir eigentlich unser Zusammenleben organisieren, dass ja wenigstens die Gelassenheit ab und zu mal wieder zurückkommt und sozusagen noch Platz für das Menschliche zwischen uns bleibt. Dann im größeren Rahmen wurden Untersuchungen gemacht, wie wirkt sich die Gleichheit oder die Ungleichheit einer Gesellschaft auf verschiedene andere Sachen aus. Und da haben die Wissenschaftler Richard Wilkinson und Kate Pickett in ihrem Buch The Spirit Level oder im Deutschen Gleichheit ist Glück einfach mal gegenübergestellt, ja, wie gleich, wie ungleich ist eine Gesellschaft an zum Beispiel Einkommen, an Chancengleichheit, und wie wirkt sich das auf gewisse Dinge aus. Und die Erkenntnis war relativ eindeutig, je ungleicher eine Gesellschaft organisiert ist, desto schlechter sind die Werte für unter anderem körperliche und geistige Gesundheit, die Lebenserwartung, Drogenmissbrauch, Fettleibigkeit, das Vertrauen untereinander, die Inhaftierungsrate in den Gefängnissen und nicht zuletzt auch die Verbrechensrate und die Kriminalität. Das heißt, da wären wir wieder beim sozialen Frieden. Und das Spannende ist hier, selbst die Lebenserwartung der Reichen ist in Ländern mit einer größeren Ungleichheit geringer als die Lebenserwartung von Reichen in Gesellschaften mit größerer Gleichheit. Das heißt, man könnte mit einem Satz sagen, von einer größeren Gleichheit in einer Gesellschaft profitieren wir am Ende alle. Ja, bestätigt wurde das auch durch Erfahrungen, die mal mit einem Pilotprojekt gemacht wurden zum Grundeinkommen in Namibia, wo man das wirklich mal probiert hat, was passiert, wenn ich den Menschen einfach direkt bedingungslos Geld gebe, so einfach das klingt. Und neben vielen positiven Effekten, die das da hatte, dass zum Beispiel die Kinder besser ernährt waren, dass sie regelmäßiger in die Schule gegangen sind, dass die wirtschaftliche Aktivität sogar zugenommen hat in dem Dorf, ist eben auch messbar die Kriminalität zurückgegangen. Also man könnte sagen, ja, Armut ist die Krankheit und Kriminalität ist das Symptom, so ungefähr. Ja, wozu könnte ein Grundeinkommen noch führen? Ganz allgemein, wenn wir über Arbeit nachdenken, denken wir immer starr an Erwerbsarbeit und Geld verdienen. Mit Grundeinkommen wird es möglich, diesen Arbeitsbegriff auch noch zu erweitern, weil mit Grundeinkommen werden ja ganz viele Tätigkeiten möglich, die vielleicht nicht marktfähig sind. Das können alle möglichen Tätigkeiten sein. Das kann zum Beispiel sein, dass ich einem Freund helfe, der gerade in einer Notsituation ist und die Hilfe einfach gerade braucht. Das kann Kindererziehung sein. Das kann die Pflege von einem Angehörigen sein. Oder dann wieder im eher wirtschaftlichen Sinne, das kann sein, dass ich sage, ich möchte jetzt irgendwas wieder lokal produzieren oder ökologischer produzieren, weil ich mit den Produktionsweisen, die ich irgendwo gesehen habe, nicht mehr zufrieden bin. Und mit Grundeinkommen kann ich das dann eben einfach machen, ohne immer gleich fragen zu müssen, ja, rechnet sich das? Ich kann einfach erstmal loslegen. Ne? Ja, dann, was kommt nach dem Grundeinkommen? Wie geht's weiter? Ja, auch bei diesen Montagsdemos sind ja immer wieder verschiedenste Ideen aufgekommen zum Thema Geldsystem, zum Thema Wirtschaftssystem, weitere gesellschaftliche Entwicklung, gesellschaftliche Ideen. Fakt ist, mit Grundeinkommen werden diese Entwicklungen viel einfacher und viel sanfter möglich, weil einfach egal, welche Veränderungen auf uns zukommen, die Absicherung des einzelnen Menschen ist mit Grundeinkommen ein für alle Mal geklärt. Das heißt, die gesellschaftliche Transformation, wie auch immer sie aussieht,
wird dann einfacher, sanfter und vor allem friedlicher möglich, wenn die Veränderungen nicht mehr die Existenzen von Menschen bedrohen. Es ist dann sozusagen kein Hindernis mehr. Einen Fehler dürfen wir beim Grundeinkommen nicht machen, dass wir es als, ja, als Stilllegungsprämie irgendwie begreifen, das als Schweigegeld, hier habt ihr Geld und jetzt seid bitte auch still, sondern im Gegenteil, das Grundeinkommen ist eine Art gesellschaftliche Bringschuld. Wir alle gemeinsam lassen dich nicht hängen, geben dir bedingungslos erstmal alles, was du brauchst, sichern deine Existenz und jetzt im Gegenzug, ja, zeig mal, was in dir steckt, zeig mal, ja, was deine Aufgabe in dieser Gesellschaft ist, zeig mal, was du kannst. Und ja, durch diese Absicherung werden viele, viele Sachen einfacher. Ich habe schon gesagt, die Fähigkeit, Nein zu sagen, die Fähigkeit, sich aufzulehnen irgendwo, Missstände öffentlich anzuprangern, also Whistleblowing oder sowas, das wird natürlich mit Grundeinkommen viel einfacher, wenn ich weniger Angst habe, meinen Arbeitsplatz dadurch zu verlieren, dass ich irgendwo meine Stimme erhebe. Und genauso kann ich Nein sagen zu Dingen, die ich einfach nicht mehr unterstützen möchte. Das kann eine Firma sein, eine Produktionsweise, vielleicht auch eine Berichterstattung für Journalisten, ein Verhalten Menschen gegenüber. In ganz vielen Bereichen wird es dann noch sehr spannend werden. Und das Grundeinkommen bedeutet nun nicht irgendwie das Ende des Kapitalismus, sondern es bedeutet erstmal nur die Fähigkeit, Nein zu sagen zu allen Zumutungen, denen ich mich nicht freiwillig stellen möchte. Ja, und ich meine, für die gesellschaftlichen Herausforderungen, die vor uns liegen, dieser komplexen Welt, brauchen wir einfach einen Rahmen, der es möglich macht, dass der und die Einzelne sich angstfrei einfach einbringen kann, sich einfach einmischen kann. Also hin zu so etwas wie einer Politik des Einzelnen, Politik durch den Einzelnen. Das wurde ja schon mehrfach angesprochen, durch das eigene Verhalten, durch meinen eigenen Konsum, durch meine eigene Lebensweise beeinflusse ich natürlich meine Mitmenschen und letztlich auch die ganze Gesellschaft und den gesellschaftlichen Wandel. Und mit so etwas wie einem bedingungslosen Grundeinkommen kann ich natürlich diesen Mentalitätswandel vom Passiven hin zum aktiven, zum initiativ handelnden Menschen, zum selbstständig agierenden Menschen, ja, viel, viel besser beschleunigen. Weil ich dann nicht mehr erst fragen muss, kann ich damit jetzt unbedingt Geld verdienen, rechnet sich das, sondern ich sehe ein Problem und ich kann es einfach anpacken. Ja, und im Moment ist es ja so, das Geld steht irgendwie über allem und wer die Musiker bezahlt, der kann auch bestimmen, was gespielt wird. Ich träume von einer Welt, wo eben nicht mehr die Menschen mit dem meisten Geld den Ton angeben, sondern die Menschen mit den besten Ideen. Ja, und bei allem Negativen, was ich vorhin auch angesprochen hatte, bei allen negativen Tendenzen, hoffe ich auch sehr, dass ja die nächste Revolution nicht eintritt, weil es so vielen so schlecht geht, sondern weil viele Menschen erkennen, dass es uns allen eigentlich viel besser gehen könnte. Danke für die Aufmerksamkeit.